Wir fahren heute das höchste Karussell der Welt. Mit 121 Metern steht das im Grüner Lund Freizeitpark. Hier in Stockholm, Schweden. Im Internet habe ich jedoch viele schlechte Bewertungen gelesen. Bei Trustpilot gibt es gerade mal 1,8 Sterne. Deshalb wollte ich mich selber davon überzeugen. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange, werden hier den ganzen Park mal erkunden und am Ende das höchste Karussell der Welt fahren. Tim hat nämlich mega erhöht. Ich war vor 10 Jahren war ich das letzte Mal im Freizeitpark. Das tut mir jetzt sehr leid für dich, aber du musst heute mit mir da hoch. Da hätte ich jetzt schon ein bisschen Angst an deiner Stelle. Wir sind denn so die Schweden, Thema Sicherheit. Ah, das ist bei denen hier, glaube ich, noch viel besser als bei uns in Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt war uns unklar, auf was wir uns eigentlich eingelassen haben. Nur einige Zeit nach unserem Besuch ereignete sich hier ein schrecklicher Unfall mit Todesfolge. Aber später mehr dazu. Und damit erstmal herzlich willkommen hier auf dem Zweitkanal. Wenn ihr Ideen auch habt, was wir hier machen sollen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir fangen mal mit dem kleinen Ding hier an, okay? Rein mit dir. In vielen Bewertungen wurde kritisiert, dass man pro Attraktion zusätzlich zum Eintrittspreis von 35 Euro zahlen muss. Das stimmt so aber nicht. Im 35-Euro-Ticket sind alle Fahrten inklusive. Im 10-Euro-Ticket dagegen ist nur der Eintritt enthalten. Sind locker 10 Meter, wenn nicht sogar 12. Oh, die Arme, die sitzt einfach alleine. Die ist mutiger als ich. Die ist mutiger wie du. Hoppala. Oh mein Gott. Oh, oh mein Teil. Oh. Das ist viel schneller wie man dachte, oder? Niemals. Niemals. Das ist das Dreifache. Alter, das ist gar nicht ohne. Ey, aber es war doch schön, können wir... Es war schön. Noch einmal? Direkt? Nein. Und fühlt sich jetzt ready für die große? Um herauszufinden, ob die schlechten Bewertungen gerechtfertigt sind, testen wir uns von den kleinen Fahrgeschäften hoch bis zum 121 Meter höchsten Karussell der Welt. Oh, das werden wir heute alles noch fahren. Achterbahn habe ich ein bisschen Bock. Das Ding ist das höchste, ne? Ja. We're getting serious. Die sieht echt nicht ohne aus, sag ich ehrlich. Junge! Nein, du kommst mit. Boah, die da hinten sieht halt auch richtig wild aus. Was hat er bitte für einen fetten Basketball? Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich da filmen kann. Langsam wird auch meine Aufregung ein bisschen größer. Krass, ist einfach die wilde Maus. Lol. Das würde ich mir zutrauen. So, jetzt ist es soweit. Du musst aus dem Klo. Du darfst dir gleich in die Hose pinkeln. Ja. Der erste Achtermann, die wollen richtig fahren. Ich muss schon wieder Angst, dass ich mir in die Hose mache. Weißt du nicht? Mega. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, was war das? Wir waren so verkackt, ich konnte gar nicht richtig filmen, weil es war so schnell. Es war wirklich so schnell. Was? Boah, ist das schnell. Doch, bleib mal hier. In Grüner Lund soll es zudem extrem lange Warteschlangen für die Fahrgeschäfte geben. Das können wir so nicht bestätigen. Es gibt natürlich Fahrgeschäfte, wo wir deutlich länger anstanden, aber auch Fahrgeschäfte, wo wir gar nicht anstehen mussten. Doch bevor wir mit den krassen Rides weitermachen, kommen wir zur absolut witzigsten Attraktion, die wir, glaube ich, hier im ganzen Park machen werden. Und zwar ist hier so eine absolut verrückte, komische Treppe. Das ist so richtig verrückte Treppe. Oh mein Gott. Ich glaube, du machst es richtig. Ich habe es komplett falsch gemacht. Sehr gut, Tim. Diese Leiter führt uns weiter in ein sehr lustiges Haus. Oh mein Gott, hä? Das sieht richtig unangenehm aus. Oh, ist das unangenehm. Oh, ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Oh, das ist unangenehm. Oh nein, so war schon lange. Richtig hart, ne? Oh nein. Das ist ja warte. Go. Oh. Alter, was ist das denn hier? Alter, guck dir das an. Nein! Alter, wie hoch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sorry. Alter, ist das unangenehm. Oh mein Gott. Wie schwierig aus. Wie ist das? Jetzt doch einfach nur geradeaus. Alter, ist das irritating. We made this. Irgendwie sieht das gar nicht schwierig aus. Ey, die haben vollkommen übertrieben.
weißt du nicht. Das wird crazy. Are you ready? Yes. Let's go. Yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Oh mein Gott. Oh. Wow. Alter, war das schnell. Okay, das war geil. Boah, das ist halt richtig fresh hier, ne? Mega schön. Der Park liegt nämlich auf der Halbinsel Djurgården und ist umgeben von Wasser und Natur. Voll der Filmpark, so gefühlt. Ich finde die Kulisse geil. Wenn der Einseil reißen sollte, dann fliegt man einfach fett ins Wasser. Vor allem, du bist einfach nicht doppelt gesichert. Kopf wie so ein Ding reißen, wenn du einfach ins Wasser fliegst. Aber oh, nee. Du fliegst wenigstens ins Wasser. Nachdem wir einige Attraktionen gefahren sind, haben wir echt Hunger bekommen. Und das Essen wurde hier auch in vielen Bewertungen kritisiert. So, kurze Pause. Um 9 Euro Falafel-Menü und einem 9 Euro, 10 Euro. Geht voll klar. Das Crazyste oder Geilste ist diese Aussicht. Hier hinten auf Stockholm. Ich würde fast sagen, der geilste Freizeitpark, in dem ich je war, einfach von der Location her. Das wird witzig. Oh ja. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Einfach nur Spaß, wenn wir das noch fahren. Warum rückwärts? Falsche Richtung, Digga. Das ist ja richtig entspannt hier. Ich dachte, es wird schneller. Wollen wir den ganz schlimm machen? Einfach zwischendurch auch so. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal 3, 4, 5, 6 Stufen höher. Um nur ein Haar hätten wir uns in den Jetliner gesetzt, in dem nur einige Wochen später ein schrecklicher Unfall passiert. Moving over to Sweden, one person has died and 9 others were injured after a rollercoaster derailed. Angeblich fielen die Räder des Wagens durch einen Stützarm ab, sodass die Achterbahn bei bis zu 90 km/h entgleiste. Dabei starb eine Person und 9 weitere wurden verletzt. Kritisiert wurde die Sicherheit auch in einigen Bewertungen. Bei uns wurde jedoch gut auf die Sicherheit geachtet. Das ist die außergewöhnlichste Achterbahn, die hier in dem Park ist. Hier, der wird heftig. Let's do this. Are you ready? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind wir alleine oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, war die insane, oder? Das war wirklich insane. Oh mein Gott, Adrenalinkick hoch 30, weil ich immer gleichzeitig noch filmen muss und richtig Schiss in meinem Handy habe. Gezittert. Mit zittrigen Händen geht es jetzt für uns weiter zur krassesten Herausforderung des Tages. Dem mit 121 Metern höchsten Kettenkarussell der Welt. Bist du bereit? Alter, das ist hoch. Das ist das Höchste hier im ganzen Ding. Auf dieser Höhe dreht man mit bis zu 70 km/h die Runden um den Turm. Ich glaube, man sieht uns an, wie es uns in dem Moment ging. Alter, ist das hoch. Oh mein Digga. Gott. Meine Höhenangst kickt dann auf. Oh mein Gott. Komm, wir kriegen Luft. Oh mein Gott. Geil, was ist das denn hier bitte? Das ist doch insane. Schnell aus, aber durch die Höhe ist das so lang. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Tests sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Oh, nein, 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 nein. Oh!